düstere Szenen auf der Burg Hohenzollern. Fotos aus dem amerikanischen Mystery-Thriller A Cure for Wellness, der am 23. Februar in den deutschen Kinos anläuft. Gedreht wurde der Film zum großen Teil auf der Burg Hohenzollern. Im Film ein Wellness-Resort in den Schweizer Alpen. Die Berge wurden ebenso digital ins Bild montiert wie die Spitze eines Turmes auf der Bastei. Ein Wasserbassin davor haben die Filmemacher allerdings in echt gebaut. Bei einem Medientermin am Montag waren Teile der Kulissen noch vorhanden. Eine künstliche Gipsmauer steht hier direkt neben der echten Burgmauer. Auch nach 2 Jahren muss man schon genau hinschauen, um zu sehen, was ist 19. Jahrhundert und was ist Hollywood. Während der Dreharbeiten war die Burg komplett gesperrt, das erste Mal seit 1867 für so einen langen Zeitraum. Filme wurden hier zwar schon oft gedreht, doch die Burg war zwischendrin in den Drehpausen immer wieder offen. Jetzt waren während der Dreharbeiten auf dem ganzen Burgberg Besucherinnen und Besucher unerwünscht. Zum einen galt höchste Geheimhaltung, zum anderen wurde auch auf der Straße zur Burg gedreht. Das Eingangstor zum Wellness-Tempel befand sich beispielsweise unten am Wasserwerk. Wie die Burg Hohenzollern jetzt als Schweizer Sanatorium wirkt, das können sich demnächst die Kinogänger ansehen.